Jo Leute, ich bin's wieder, euer DJ Dream, und ich heiße herzlich willkommen hier in War Thunder. Es ist soweit, ja, das Update ist ja da, eigentlich schon ein bisschen seit gestern. Tut mir leid, dass gestern nichts gekommen ist, überhaupt nichts gekommen ist. Ich lag flach, Leute, ich lag flach. Die Antibiotika, die ich derzeit noch ein bisschen schlucken muss, die macht mich fertig, ich lag flach. Also, und ich war sehr unpässlich, so wie man so schön sagen kann, weil das Zeug schlägt einen nach einiger Zeit auf den Magen. Das war keine Wonne. Aber mittlerweile geht es mir tausendmal besser, als ihr glaubt. Wegen gestern, das klingt jetzt also, es war halt, ja, ich hatte gestern noch keine gewissen Tabletten für den Magen gehabt und jetzt alles pico. So, dann wollen wir mal endlich hier loslegen. Das wird ein Zweiteiler gleichzeitig an euch ein Info gesetzt, ne? Ich mache einen Zweiteiler draus. Aber auf jeden Fall wird heute noch ein zusätzliches Video kommen als kleine Entschädigung. Ich werde heute nämlich in einer Fliegerschlacht diesen Flieger, den ihr hier seht im Hangar, auch ausprobieren. Nicht Testflug, sondern richtig in eine Schlacht reingehen, ne? Also heute ist Tag X angesagt für die Spitfire hier von Israel. Und wir gehen jetzt aber trotzdem alle Daten durch, alles was wichtig ist. Und vielleicht fällt mir auch ein, welches oder nein, fällt Frage. Ich gebe euch ein paar Tipps, die hier neu reinkommen sind. Vielleicht umgehen könntet, solltet, pipapo. Aber schauen wir uns mal diesen gruseligen Hangar an. Naja. Ja, ich weiß. Es war mal gruseliger, aber es war auch mal so viel Zeug im Hangar, dass es ein bisschen die FPS hochgeschraubt hat, ne? Also es war schon mal, ja. Übrigens nicht wundern, das kann passieren, dass hier ab und zu durchs Bild irgendwie was durchhuscht. Das ist eine Fledermaus. Die macht mich total wahnsinnig. Ich habe immer wieder Lust, sie abzuknallen, aber es geht nicht. Ja, dann fangen wir gleich mal mit Israel persönlich an. Also es ist ja drin. Ihr seht, ich habe mir die Spitfire gekauft. Bin jetzt also in der geschlossenen Beta dabei. Leider ist noch nichts dazugekommen. Na, das ist jetzt noch, ja. Das wird alles nachgereicht. Wann? Puh, steht in den Sternen. Daher, dass wir jetzt gerade mal erst Oktober noch haben und der November nicht weit entfernt ist, kann es passieren, dass sie im November nochmal ein Update rauskloppen und vielleicht vor Weihnachten. Na? Weil die müssen ja jetzt regelrecht bald mal die Flugzeuge da von Israel einfach da hinpacken. Oder sie machen die gleiche Prozedur, wie sie es damals mit den japanischen Helikoptern gemacht haben, wo wir ewig gewartet haben, dass überhaupt was nachkommt, ne? Also, ja. Na gut, dann gehen wir mal hier jetzt die Daten durch mit diesem Monster hier. Ich bin eigentlich schon ganz begeistert, dran gespackt habe. Ich habe das Ding noch nicht geflogen, aber ich wollte die Raketen mir schon mal dran spacken. Aber wir machen mal die Raketen, ach scheiß drauf, ihr seht ja, was es drauf hat, ne? So, also gehen wir mal auf die Daten ein. Wir haben eine 20mm Hispano MK2 zweimal verbaut, die sind hier die großen Dinger. Das hatte ich aber am Anfang schon mal letztens gesagt, seht ihr da, aber die Fledermaus, oh, die nervt. Was ich beim letzten Mal ja gesagt habe, das hier sind auf jeden Fall Ansätze von 20mm. Also ich habe mich nicht geirrt. So, jetzt haben wir hier diese Raketen, die zählen wir jetzt noch nicht dazu. Dann haben wir noch 12,7 mm M2 Browning Maschinengewehr dabei. Die sind hier ganz klein, ganz kleine Knuppel daneben. Also wir haben so ein bisschen was dabei. Gut, bei dem einen 270 Schuss. Bisschen wenig für eine 20 mm, aber es könnte ausreichen. Und für die 12er ne, 520 Schuss. Naja. Ja, damit haben wir 790 Schuss insgesamt dabei. Aber man muss überlegen, das hier ist die Spitfire LF MK1, diese Version, MK1, genau, MK9 eigentlich, ne, römische Zahl. Diese Version kennen wir schon, die sind bei den Briten, ne? Kann aber sein, dass da deutlich mehr Munition mitgetragen werden kann. Das überprüfen wir gleich mal, ne? Wow, bei mir brennt gerade die Erde. Nein, Spaß. Über uns fliegt gerade ein Jumbo hinweg. So, 735 km/h da auf dem Tacho. Ihr seht, wie viel wegfallen, wenn ihr die Raketen dran spackt.
Dann 12,8 Sekunden in der Wendezeit. Das Ding ist wirklich, ich habe es ohne Bewaffnung zumindest schon getestet. Ja, ich bin aber noch nicht in eine Schlacht gegangen. Ich habe nur mal, weil ich habe diese Zahl gesehen, habe es erstmal nicht glauben können, obwohl Spitfire dafür bekannt sind, sehr schnell zu sein in der in Wenden, ne? Also im Kurvenkampf. Aber ich habe gedacht, 12,8, das ist ganz schön heftig. Ja, ist aber so geil. Ist wirklich sehr geil. So, die Steiggerade liegt bei 43,3 Meter pro Sekunde. Das ist auch gar nicht mal so übel, ne? Gut, ein bisschen was jetzt abgezogen mit den Raketen. Müsst ihr die Raketen verwenden? Nein, nein, nicht unbedingt. Sie fliegen halt kerzengerade aus und es ist trotzdem schwierig, mit ihnen zu zielen, muss ich persönlich mal so sagen. So, wir gehen trotzdem mal aufs Waffenarsenal drauf. Ich mache jetzt mal hier, mache ich die wieder weg. So. Also, wie ihr seht, was wir hier haben. Zweimal 250 Pfund Bomben. Okay, kann man machen. Typisch für Spitfire, ne? Ist immer ein Jabo gewesen. Und diese berühmten 8 cm FLZ Raketen, 16 Stück, mit einer Durchschlagsleistung von, ihr seht es, 300 mm auf egal welche Entfernung. Ihr müsst nur den Winkel 0 erreichen. Was beim Anfliegen von feindlichen Panzern zum Beispiel recht kompliziert ist, weil wir stechen ja regelrecht von oben nach unten. Aber selbst da, wo wir hinschießen, könnte ein Winkel zwischen 0 und 30 existieren und wir dadurch, ne, halt immer noch, oder sagt 0 bis 29 eher besser gesagt, da können wir dann insgesamt 300 mm Schaden rausholen. Ich sehe dunkle Zeiten auf die Panzerfahrer zukommen, die im realistisch unterwegs sind und wo dieses Ding jetzt vielleicht schon sein Unwesen treibt. Es sind dunkle Zeiten. Ja, und ja, ansonsten, ihr seht, das Waffenarsenal ist nicht groß aufgestellt. Also nur die Bomben hier und die Raketen, da ist mehr nicht mehr. Bisschen kläglich, muss ich sagen. Aber für eine Spitfire, gut. Die meisten Spitfire tragen sowieso immer nur zwei oder drei Bomben mit sich und das war's dann auch, ne? Und das hier finde ich ganz nice mit den Raketen. Die können schon was, ne? Schaden können sie schon austeilen, man muss halt damit nur treffen. Andere Geschichte. Übrigens, beim Munitionsgurt, beim 12er hat man schön aus, weil Bodenziele oder hier, ne, ihr seht, da ist schön was dabei. Gut, weil allgemein ist auch schön Zeug dabei. Aber ich habe mich jetzt hier für den Gurt so entschieden, ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht, weil diese gelbe Patrone, diese mich so antörnt. Hier sind zwei natürlich dabei. Ich weiß nicht, aber ich finde diese Sonnenstellung ganz nice. Hier könnt ihr auf Luftziele und Co. machen. Ist euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Ich habe mich so ein bisschen für jetzt Luftziele erstmal entschieden. So ein Mix aus Luftziele und Boden, ne? Das ist schon mal ganz praktisch. Ja, eigentlich eine schöne Maschine. Und sie hat auch eine sehr schöne Farbe, muss ich sagen. Ich denke mir, gerade in realistischen Fliegerschlachten, so in den Nachtschlachten, wenn da man, weiß gar nicht, gibt es da Nachtschlachten? Habe ich noch nicht erlebt, Leute. Da ist wieder die Fledermaus. Oh, die macht mich fertig. Wenn es Nachtschlachten in der realistischen Fliegerding gibt, wie gesagt, ich habe noch keine erlebt, ja, dann ist das Ding hier ganz gut angesagt, weil das Ding ist dunkel, das siehst du kaum. Also bevor dein Gegner dich sieht, ne, ist es schon zu spät, würde ich behaupten, bei dem Ding. So, naja. Gut, dann gucken wir uns die AE an. Die habe ich mir jetzt nicht gekauft. Ja, ich habe keinen Bock auf nochmal. Die Spitfire kostet 30 Euro, die A4E, die kostet 60 Euro und ich bin lieber den billigeren Weg gegangen. Ne? Ihr kennt mich, Mr. Geizig, aber trotzdem tue ich keine Kosten scheuen, um euch hier schöne Sachen zu zeigen, ne? Und halt empfehlen. Ne? Also Empfehlungen raushauen. So, wir haben hier bei diesem, gleich als erstes, dieses Flugzeugmodell kennen wir ja schon von den Amis. Und dieses Flugzeugmodell wurde auch in vielen Ländern exportiert, nicht nur halt in Israel, das ist auch im Jordan. Ich spreche das am Ende falsch aus, ne? Gelandet, Syrien und hast du nicht gesehen, überall ist das Ding schon gelandet, auch in Ägypten hat man was davon abgekauft, selbst die Ungarner haben davon, aber nicht sehr viele abgekauft, nicht viele haben die in Ungarn gekauft. Es war, ja, mittelmäßig, aber es geht.
Ja, mittelmäßig, aber es geht halt. So, wie gesagt, 30 mm Defer, die berühmte Defer-Kanone, ihr kennt sie alle. 300 Schuss insgesamt, ihr habt zwei Stück davon. Ne? So, die macht mich wahnsinnig. 1095 km/h ist das Ding schnell, wie ihr seht. 36,3 Sekunden in der Wendezeit. Er braucht lange rumzuziehen. Die Steigrate geht. Lässt sich halt nicht mit russischen Maschinen oder anderen Maschinen von Nationen, vielen Nationen konkurrieren. Hat aber ein hohes Rating von 8.0. Daher ist halt ein bisschen, müsst ihr damit aufpassen. Ne? Ihr müsst halt mit dem Ding aufpassen. Aber 53 Meter, das geht schon. No, 53 Meter geht schon einigermaßen. Aber das Waffenarsenal überzeugt schon wieder. Jo, hier sind wir schon wieder an dem Punkt, ist heute schon wieder Weihnachten. Oder zumindest ist das zumindest vor Weihnachten. Ich könnte es auch als Geburtstag ansehen. So, ja, was haben wir hier parat? Ne? 12x500 Pfund Bomben, die Sidewinder dabei, leider die B-Version. Wir wissen alle, wie blöd, wie schlecht manchmal die B-Version ist. Aber im 8.0er Rating geht sie eigentlich noch, da kann sie noch einigermaßen glänzen, aber nicht zu 100%. Ne? 50-50, sagen wir es mal so. Ja, und wir haben eine neue Bombe dabei, AGM 62AER. Wer sagt, das ist die Wall A. Das ist eine TV-gelenkte Bombe. Wir haben hier ein neues Bombensystem drin, das werde ich euch bei Gelegenheit dann mal zeigen. Es ist ein bisschen kompliziert, man muss sich erstmal umgewöhnen, weil man muss, wenn man das so umschaltet auf diese, für diese Bomben, ne, das bei Bomben halt, muss man halt gleich bei Start, kann man sagen, oder nicht gleich beim Start, aber so einige Zeit nach dem Start, man muss halt überlegen, wo schläge ich meine Bombe ab, so, hier, da tue ich das machen, ihr könnt aber, ich sag's mal so, es ist schon einfach gemacht worden und trotzdem ist es in einer gewissen Art und Weise ist es doch recht kompliziert. Ne? Recht kompliziert. So, dann wir haben Zuni-Raketen 32 am Start. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Wertvolles. Ne? Die berühmten Zunis mit ihren 447 mm im 8.0er Rating. Ich weiß nicht, realistische Panzerschlachten. Da gibt es ja öfters mal Piloten, die packen das Ding aus und dann ist Schluss mit lustig. Gut, diese Raketen fliegen geradeaus, aber trotzdem, da braucht man nur ein Stückchen daneben schießen und trotzdem kriegt der Gegner was ab. Also das ist schon heftig. 133 Multi-Maus, auch ganz geil. Ihr könnt natürlich auch hier Luft-Luft-Raketen mit einer fetten 2000er nehmen. Oder ihr packt euch einfach eine Gondel mit nochmal 20 mm drunter, das ist euch überlassen. Obwohl ich das hier besser eine Zusammenstellung finde, ne? Hier 36 Zuni-Raketen, fliegst drüber hinweg und hinterlässt eine Schneise. Oder du machst das mit den Mighties. 171 Stück. Ja. Also echt geil. Echt geil, Leute. Richtig geil. Ja. Ist trotzdem eine ganz geile Maschine, muss man persönlich sagen. So, dann gehen wir jetzt auf die Amis. Aber nicht in die Luftwaffe, sondern in die Panzer rein. T26E5. Es gab ja von T26 viele Versionen. Das hier ist jetzt Gott sei Dank die 5. Warum die 5er Version jetzt über der E1 steht, weiß ich jetzt auch nicht. Eigentlich gibt es ja, weil die haben wir ja hier als Premium drin, ne? Muss nur gerade mal gucken, wo die ist. Ach, Entschuldigung, das verwechsel ich gerade mit einer anderen. Ne? Oder? Ja, keine Ahnung, ich kann euch nicht sagen, warum das da drüber steht. Eigentlich müsste es nicht so sein. Aber gut, lass mir das mal so stehen. Wie gesagt, T26 hat halt viele Vorgänger mit Modelle, also allgemeine Modelle halt. Ne? Wurden viele Ausführungen gebaut. Mit kleinen Veränderungen, itzi bitzi klein. Naja. So, wir haben hier eine 9 cm Kanone drin. 70 Schuss könnt ihr mitnehmen, macht aber nicht jeder, das weiß ich. Dann 12,7 mm Maschinengewehr hier oben, wie immer schön verbaut. Ein 7,62. Alter, das waren jetzt mehr Fledermäuse. Auch wieder verbaut hier im Turm an der Seite. Na, manchmal kann das auch eine Schwachstelle sein. Ihr wisst, wie ich es meine. So, Nachladezeit 9,7 Sekunden. Das ist schon nicht schlecht, aber auch nicht gut.
Also, es macht schon ein bisschen Stress, aber wenn ihr das Ding auf einen ziemlich ausgebauten Slot stellt, gehe ich davon aus, dass wir so auf 7 Sekunden kommen könnten. Ne? Wäre deutlich besser. So, wir haben noch 42 km/h auf dem Tacho drauf. Wir gucken uns den Schutz an. 101,6 mm, die berühmten. Das haben wir bei den T26 Modellen immer da unten. Alter, die macht mich fertig. Ich würde den Sound hier drin anmachen vom Hangar, aber ich weiß ganz genau, das geht mir auf den Sack nach einer halben Stunde. Ne? Das wird mir auch auf einer halben Stunde auf den Sack gehen. So, dann haben wir hier oben die Oberplatte mit 152,6 mm. Auf dem Rating vom 6.3 ist das gar nicht mal so schlecht. Hier der berühmte Knüppel, wo öfters mal viele gerne hingeschossen haben, ist natürlich extrem verstärkt mit 162,5. Hier am Turm 177,5, finde ich ganz nice. Und rundherum haben wir jetzt wieder das berühmte Problem. Ja, das hat halt mit der Panzermasse Stärke zu tun. Also wir arbeiten im Bereich von 200 mm auf jeden Fall an Schutz. Gut, an manchen Stellen ist es dann etwas schwächer, wie ihr seht. Hier hinten ist natürlich richtig. Ne? Also es ist schwer zu sagen, wie viel exakt da ist. Seitenpanzerung haben wir aber allerdings von 6,2. Also da müssen schon ein paar höhere Kaliber rumkommen. Leichte Panzer haben es da schwierig, da seitlich reinzukommen, inklusive diverser Flaks, die tatsächlich seitlich Panzer bekämpfen können. Daher, ja, wird es nicht so einfach. 5-Mann-Besatzung übrigens. Müsst ihr euch keine Sorgen machen, wenn einer fehlt, ne, der kommt schnell mal nach. Die Aussage ist so blöd. Ja, das hier ist sowieso sehr kurios. Da ist noch ein MG. Aber das hat keine Funktion im Spiel. Es wird hier gezeigt, aber es hat keine Funktion. Also, ja, vielleicht machen sie da noch mal was. Vielleicht ist das so spät aufgefallen, ne? Wer weiß das schon. Finde ich auch ein bisschen doof. So, wir gehen mal kurz reingucken hier. Ja, die T93, T93, genau. T33 Schott, ihr kennt sie alle vielleicht schon oder auch nicht. T33 Schott, die ist nicht so der absolute Burner, muss ich persönlich sagen. Sie ist nicht so meine Lieblingsmunition, aber für den Standard, ja, müsst ihr halt gucken, worauf ihr schießt. Wortwörtlich, weil ihr habt auf 1000 Meter Entfernung nur 146 mm. 146 mm, das ist so gar nichts eigentlich. Das ist wirklich nichts. Es ist schwierig mit diesem. Mit dieser Munition durchzukommen, aber das kennt von dem anderen T26 Modell. Man kämpft sich durch. Man quält sich am Anfang, aber man kämpft sich durch. So, die M82 Schott, die ist ein bisschen besser veranlagt, allein schon, weil sie Sprengstoff in sich hat. Sie ist um nur 1 mm stärker in der Durchschlagsleistung, wie ihr seht, 147 mm auf 1000 Meter Entfernung auf dem Winkel von 0. Aber wenn das Ding erstmal drin ist, gibt es eine dicke Explosion. Das ist natürlich der Vorteil. Es muss nur die Wand durchschlagen, also die Panzerung durchschlagen, und dann ist die Crew im Innenbereich so gut wie erledigt. Zumindest ein großer Teil von ihnen wird sterben, weil die Explosion übersteht keine Sau. Ne? Das ist bei dem hier gut, das ist ja auch ein Wurfgeschoss. Das schlägt einfach nur durch, macht Löcher, bumm aus. Dann haben wir hier noch ein schönes Hartkerngeschoss mit 234 mm auf dem Winkel von 0 mit 1000 Metern. Ihr seht, Hartkerngeschoss, ihr kennt den Spruch, Lochstanzer geht rein, macht ein bisschen Pritzel, aber trotzdem macht es seinen Schaden. Ne? Macht halt seinen Schaden. Gut, HE und Ding brauchen wir ja gar nicht, ja. Ansonsten hat das Fahrzeug hier leider keine besonderen Sachen dabei. Gut, Sperrfeuer, das ist eigentlich bei den meisten schweren und mittelschweren Panzern eigentlich auch immer dabei. Ja, das ist ein schwerer Panzer. Wer es jetzt nicht glauben will, kann gerne nochmal nachgucken, aber ist markiert als schwerer Panzer. Ne? Kaum zu glauben bei der Bewaffnung, ne? Ja, T26 ist trotzdem ein ganz nices Modell, muss ich sagen. Macht schon Spaß mit dem. Es ist halt recht schwierig bei manchen Fahrzeugen, weil wir haben im 6.3er Rating, haben wir natürlich auch mit Fahrzeugen zu tun auf der Gegenseite, die etwas stärker gepanzert sind. Gerade wenn wir versuchen, ein Tigerfront, da die Wandfront da wegzukloppen. Da sind natürlich 180 mm Panzerung drin. Da müssen wir halt, ja, entweder nah genug dran sein oder müssen uns eine andere Schwachstelle suchen. Das ist
so eine Sache für sich. So, mehr Panzer sind nicht reingekommen für die Amis. Gehen wir mal weiter. Helis sind keine da. Es gibt einen einzigen Heli hier und der ist bei den Sowjets gelandet. Da gehen wir nachher drauf. So, wir gucken hier kurz bei den Flugzeugen rein. Da ist die AE-7 reingekommen. Die habe ich schon mal im Dev-Server vorgestellt. Wir gehen jetzt schnell mal. M61 mit 1000 Schuss. Ja, die steht hier echt drin. AIM 9D Sidewinder, die ist hier schön an der Seite verparkt. Die ist gleich im Standard mit dabei. Ihr habt gleich eure 1000 Schuss dabei. Ihr habt gleich, wenn ihr startet mit dem Ding, die Sidewinder mit dabei. Finde ich eigentlich ganz nice. Ist wie ein kleines schönes Geschenk, ne? 1114 km/h schnell. Also ist noch ein bisschen ausbaufähig, aber ja, leider ist es recht langsam. Aber dafür ist das Waffenarsenal halt einfach mal der Burner, ne? Richtig der Burner, muss man echt sagen. So, 35,4 Sekunden in der Wendezeit, also wenn ihr mit dem Ding in die Kurve zieht, drücke ich euch die Daumen, dass euch nicht irgendwer gerade eine Luft-Luft-Rakete hinterher schickt, weil ansonsten seid ihr tot. Seid ihr richtig tot, weil das Ding braucht zu lange in der Wendezeit. 42,1 Meter pro Sekunde in der Steigrate ist jetzt auch nicht der absolute Heuler, muss ich persönlich sagen, aber das Ding ist auf mittlerer Höhe doch ganz gut verwendbar. Das Problem ist halt, viele Jagdmaschinen sind auch auf mittlerer Höhe und da wird es halt kompliziert. So, ja, das Waffenarsenal, wie gesagt, ist der Burner. Kinnlade geht runter bei einigen, bei manchen auch wieder nicht, aber ich finde das genial. 24 mal 500 Pfund Bomben. Eigentlich reicht diese Konstellation schon längst aus. Mit den Luft-Luft-Raketen hier, also die AIM 9G Version. Die G Version, die ist natürlich top, ne? Die hat eine maximale Überlast von 18G. Es gibt kein Flugzeug hier oder Jet, der 18G packt. Daher, das Ding bleibt dann auch am Arsch kleben. Das bleibt am Arsch kleben. Ist auch wirklich schnell unterwegs, wenn man überlegt. Höchstgeschwindigkeit bei dem Ding ist 2,5 Mach. Also das Ding ist am Arsch und wenn ihr keine Gegenmaßnahmen habt, dann oder der Gegner keine Gegenmaßnahmen hat, dann ist er halt, ja, so hinüber, tschüssi, Kowski, ne? Oder was wir hier auch haben, ach nee, das ist dasselbe, 500 Pfund Bomben, aber dafür die D-Version von der Sidewinder, ja, ich sag's mal so, wenn ihr wollt, könnt ihr es so machen, ich weiß gar nicht, wie viel Kilogramm dann Unterschied sind. Okay, hier nimmst du in der Steigrate 44,9 weg und auf der anderen auch dasselbe. Also es macht den Bock nicht fett, aber es gab halt diese Zusammenstellung, diese Konstellation, ne? Das hat schon wieder mit was anderem zu tun. Ist eigentlich dieselbe Rakete, ne? Mit einem kleinen bisschen Unterschied, kleinen Pi mal Daumen. Ihr seht, TNT, Äquivalent, Gott, mein Gott. Ohne Zahnersatz ist das schwierig. Ja, der ist immer noch draußen. Ja, da seht ihr den kleinen Unterschied, aber im Prinzip macht das nicht den Bock fett. Ne? Macht das echt nicht fett. So, wir können auch 12 mal 1000 Pfund Bomben mit uns tragen und die Sidewinder Rakete oder hier von den 2000 Pfund Bomben 6 Stück. Holy, holy, da gehen viele Zonen Platz, kann man nur so sagen. Die 750er Pfund Bomben, die sind auch gar nicht mal so schlecht, die kann man natürlich auch mit sich tragen. Davon 17 Stück, auch nicht schlecht, ne? Die berühmten Zuni-Raketen mit 64 Stück an Bord, geil. Jetzt hier die neuen Bomben, also die TV-gelenkten Bomben, die Walleye. Ja, das sind 6 Stück. Funktioniert eigentlich ganz gut, lässt sich auch ganz gut machen. In den realistischen Panzerschlachten sehe ich sehr schwarz für viele. Weil sobald die Leute rausgefunden haben, wie das mit den TV-Gelenken hier richtig funktioniert, mit dem Zielsystem, werden sehr viele Panzerfahrer da unten sterben, also packt eure Flaks aus, Leute. Ich warne euch nur vor. Ja, also es ist alles sehr, sehr geil gemacht. Hier sind es nur 5 von den Walleye. Das hier soll wohl so ein Behälter sein für die Walleye. Entschuldigung, warum sage ich eigentlich Walleye? Walleye heißt das doch. Na, mein Englisch ist scheiße. Das ist so ein Behälter irgendwie. Genau. Komme ich noch nicht, also es sieht aus wie ein Behälter, ne? Kann natürlich auch entsprechendes Zusatzteil sein, weil hier steht jetzt hier Walleye und ja, was weiß ich. So, Mighty Mouse 228 mit am Start.
Hier zusätzliche Gondeln, einmal mit 30 mm die Gauss, die berühmten, oder hier, ihr könnt die 20er mm mitnehmen mit 2400 Schuss, da habt ihr natürlich deutlich mehr Munition dabei, oder ihr geht komplett auf Boden, das ist euch überlassen. Ein Arsenal, Heidewitzka. Wenn ich dich irgendwann mal habe, mache ich dann aber wirklich mal Harakiri hier in den realistischen Panzerschlachten. Das steht mal fest. Ist aber noch ein weiter Weg für mich. Also, na, ihr seht, wie es gerade aussieht. Hier sind es noch 98.000. Da habe ich noch 270, 340.000. Also, wenn nicht ein Wunder geschieht und ich ganz schnell mal durchleveln kann, ne, bin ich hier unten so schnell nicht. Leider. Leider. So, Hochseeflotte, gehen wir schnell drauf. USS Mitchell ist drin. Ein sehr schönes Schiff. Ja, ich weiß, wegen Halloween sieht man sie jetzt nicht richtig. Grusel, Grusel. Also das hier hebt mich nicht gerade gruseltechnisch ab. Ne? Ja, Kragen. Geil wäre es gewesen, wenn hier so eine Animation gewesen wäre mit richtig Kraken, Tentakel. Das würde aber schon wieder zu viel Aufwand beweisen oder rausholen, ne? Naja. So, wir haben 4 Torpedos für den Mitscher. Wir haben 2x5-Inch-Kanonen, 2x3-Inch-Kanonen, 4x20mm Orlikons. Ihr wisst, wofür die dienen. Flugabwehr. Selbst die 3-Inch-Kanonen, also das sind die 76,2er, selbst die dienen zwischen Luftabwehr und Schiffsabwehr, also kleine Schiffe abballern. Ne? Ja, eigentlich ganz geil. So, 350 Mann Besatzung, 61 km/h, ist gar nicht mal langsam. Ich hatte erst gedacht, der hat vielleicht Schutz. Ja, war leider ein Trugschluss. Wir gucken uns aber jetzt auf jeden Fall wegen der Kanone etwas an. Machen wir gleich. Wir gehen hier erstmal die Daten durch, ne? So, wie gesagt, die Torpedos haben eine perverse Reichweite von 13,71 km/h. Ist irgendwie komisch, weil ich habe so eine krumme Zahl noch nie gesehen. Aber ja gut, wir können Raketen verschießen, die gegen U-Boote eigentlich gedacht sind. Aber ja, leider steht hier kein Schadenswert dabei. Also wie viel Millimeter. Lassen wir uns mal überraschen. Ne? Wenn wir dann mit was treffen, dann treffen wir es und wer weiß, ja, was denn halt passiert. So, 127 mm Geschütz, wie ihr seht. Wir haben hier HE am Start, eine SP-Granate am Start, die auf 7500 Meter 81 mm Durchschlagsleistung auf dem Winkel von 0 macht. Die ist bestimmt ganz gut, kann ich mir gut vorstellen. Ja gut, das übliche Verdächtige, lässt sich gegen Flugzeuge verwenden, packt sich selten einer ein. Ne? Vielleicht hier für die 76,2 mm, dass ihr da vielleicht statt die normale HE hier diese VT ne, HE da einpackt. Dass das Ding halt, weil diese Granaten lassen sich auch gegen Schiffe benutzen, ne, und da explodiert die dann halt auch, wenn ihr Flugzeuge in der Nähe habt. So, wir gucken jetzt hier auf die Schnelligkeit der Kanone, ne, also hier die Kadenz. Ihr seht die Feuerrate, die erste Feuerrate 40 Schuss pro Minute. Das heißt, hier ist eine gewisse Bereitschaftsmunition. Er sagt, das sind 80 Schuss insgesamt, das heißt, ihr könnt zweimal hintereinander, oh, also 2 Minuten hintereinander könnt ihr dann wirklich 80 Schuss insgesamt rauskloppen. Danach sind nur noch 27 Schuss, weil alles restliche durch den Fahrstuhl nach oben gefahren wird. Ja gut, geht trotzdem. Ich sag mal so, in den ersten paar Minuten geht sowieso sehr viel los. Ne? Da ist immer viel aktiv. Ja, aktiv, falsche Aussage. Ihr wisst, was ich meine. Da geht halt immer viel der Punk ab. Gut, die ersten, ja, es ist immer so, die ersten 5 bis 6 Schuss gehen sowieso immer ins Leere, weil man sich erstmal einschießen muss mit so neuen Modellen. Aber letztendlich, irgendwann erwischt man seinen Gegner und dann ist der auch down. Ne? Jo. Schönes Teil, gefällt mir. Werde ich auf jeden Fall dann auch die Forschung hier, das klicke ich mal an, werde ich auf jeden Fall schnell erforschen und euch die nächsten Tage jetzt Stück für Stück präsentieren. Ich bemühe mich, nächste Woche jeden Tag ein Wochenende-Video zu jedem neuen Modell hier, zumindest das, was geht bei mir, rauszubringen. Ne? Rauszubringen. Ja. So, Küstenschiffe, es ist ein Premium reinkommen, eine PT 174. PT kennt ihr, diese kleinen Torpedoschiffchen. Ein Skin drauf, sieht lustig aus. Wir gehen kurz die Daten durch. Also wie gesagt, Torps an Bord, 4 Stück. Wir haben da 40 mm Bofors dran.
20 mm Oerlikons und 2x12,7 mm Maschinengewehre. So ein bisschen gegen Flugzeuge sind wir schon gefeit, wegen den ganzen Maschinengewehren und so weiter, aber nicht zu 100%. Ich sag mal so, wenn der Pilot von oben nach unten runtersticht und schon mal im vorzeitigen Bereich von, ja, sagen wir mal so, 700 Metern schon anfängt zu schießen, kann es passieren, dass ihr auch ganz schnell mal schon tot seid. Ne? Kann passieren. Muss nicht, aber kann passieren. Daher, dass das ganze Schiffchen aus Holz ist, ist sowieso schnell alles im Eimer. 12 Mann Besatzung, 78 km/h. Schutz brauchen wir gar nicht drauf einzugehen. 40 mm Bofors kennt ihr ja alle. Torpreichweite sind 5,21 Kilometer. Ihr müsst sehr nah ranfahren. Das ist der negative Aspekt. Warum haben sie da nicht die 13,71 Kilometer Dinger reingepackt? Hä? Warum? Tja, weil die anderen viel zu schwer vom Gewicht her sind. Die hier haben nur 884 und die andere hat, ich weiß gar nicht mehr. Naja, das ganze Schiff kostet 1150 Golden Eagles. Kann man kaufen, wenn man will. Ich für meinen persönlichen Punkt muss sagen, ich schipper diese Dinger sowieso nicht gerne. Werde ich mir daher nicht kaufen, weil man stirbt so schnell mit denen. Man stirbt so schnell mit denen. Gut, es gibt da draußen von euch einige, die sind wirkliche Experten mit den Teilen und kommen bestens damit klar. Ich für meinen Fall, nee, ich gehe da zu schnell drauf. Viel zu schnell drauf. So, dann gehen wir schnell mal auf die deutschen Panzer. Ja, kribbelt schon wieder. Ja, ich habe schon ein bisschen angefangen zu erreichen. So, da haben wir es auch. Wiesel 1A4. Wir haben es im Dev-Server gesehen und trotzdem gucken wir uns den kleinen Scheißer nochmal an. Da ist er in voller Natura. Ich freue mich, wenn ich ihn endlich dann mal fahren darf. Ne? Also richtig fahren darf in der Schlacht. So, berühmten 20 mm RH-202, also RH für Rheinmetall, wer es nicht wissen sollte. Ach, ihr habt so viel geiles Zeug gebaut. Ja, naja. Was soll's. Nachladezeit sind 10,4 Sekunden. Übrigens, Kadenz sind 800 Schuss, wie ihr seht. Pro Minute, die habt ihr aber nicht, ihr habt nur 400 Schuss dabei, das ist witzig. Ihr habt also kurze kontrollierte Feuerstöße, auch mit dieser Flak. Ne? Kann man auch benutzen gegen leichte Fahrzeuge, aber seid vorsichtig. Er hält nicht viel aus und naja, es ist, aber es ist trotzdem kleiner, durchgeknallter Scheißer, muss ich persönlich sagen. Ne? Muss ich persönlich sagen. So, wie gesagt, 2-Mann-Besatzung nur, 84 km/h, er ist schnell. Obwohl ich sagen muss, wir haben hier ein paar Gelände in War Thunder, da bin ich mal gespannt. Wie gesagt, kein Schutz hier in dem Sinn, 8 mm, ne? Er ist halt wirklich so extra gebaut. So sieht es im Innenbereich aus. Ja, hübsch hässlich, ne? Das macht Spaß. So, Spotting-Funktion, tatsächlicherweise, das ist die erste Flak hier in War Thunder, glaube ich, die eine Spotting-Funktion hat. Ja. Eine Spotting-Funktion von der Flak gibt es eigentlich, ne? Aber ich sag's mal so, anders, da kommt man vielleicht nicht mit ihm ganz so voran. Ich weiß es nicht. Wir haben ja hier schon etwas extrem von da. In Real-Life wird das Ding natürlich anders da angewendet, aber hier gibt es auch ein paar Panzerfahrer, die sagen sich, puh, ich fahre nach vorne an die Front und gehe damit auf die Jagd, ne? Ja, Munitionsgurt, haben wir schöne Modelle dabei. Die berühmten DM-63-Granaten. Die auch ganz guten Durchschlagstrahl haben, wie ihr seht, ne? Also schon Durchschlag haben, womit ihr auch tatsächlich Panzer bekämpfen könnt, aber da müsst ihr schon sehr nah ranfahren. Also so, ihr seht, zwischen dem Bereich von 10 bis 100 Meter könnt ihr da schön mit 60 Paar zerquetschen darauf kloppen, ne? Viele Panzer haben ja von der Seite 30 mm Panzerung, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen, haben wir ja gesehen, M26 eben, nee, T26, schon M60, ich komme durcheinander. Ja, also wir haben hier sehr viel guten Kram dabei, ne? Wie gesagt, Spotting-Funktion. Und wir haben Nachtsichtgerät, das ist auch was ganz Wertvolles. Gerade für eine Flak, Nachtsichtgerät, ey, das ist einfach wertvoll. Rating 7.0, er ist noch ganz gut mit dabei, muss ich sagen. Also ihr könnt noch, ne, er ist noch sehr gut dabei. Hier sind noch keine Helikopter am Start. Ja, ich freue mich darauf, ihn zu fahren. Es ist nicht mehr weit. Ich muss nur ein paar Mal mit dem Kugelblitz Kills machen. Wie schwer kann das sein, ne? So schwer, glaubt mir. So schwer. Ich habe eine Schlacht vorhin gemacht.
Und habe gerade mal nur 4 Flugzeuge rausgekrallt. Und mein Ziel war eigentlich so 6-7 Flugzeuge rauskrallen. Aber gut. So, der Ocelot voll mit am Start hier mit seinen berühmten Raketen. Ihr müsst euch vielleicht eine zusätzliche Taste aktivieren für das Zielsystem hier, wenn ihr es nicht schon habt. Ja, kann jetzt sein, weil das sind ja Luft-Luft-Raketen und da gibt es dann halt diese entsprechende, da macht ihr den Suchkopf scharf und dann gibt es irgendwann dieses Piep, 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 dann wird alles rot, der Kreis, und dann schickst das Ding los. Also ihr müsst, wenn ihr das schon für die Flugzeuge habt, dann müsst ihr da eigentlich im Prinzip nichts mehr extra tun. Na? Ja. Berühmten Fliegerfaust 2, die Stinger-Raketen, 8 Stück drinne. Wir haben, ja gut, die Kadenz brauchen wir hier gar nicht mehr anwenden, weil das ist Schwachsinn, ne? 19,5 Sekunden in der Nachladezeit, wir haben nämlich extra Munition mit dabei. Hier sind 4 Stück drin, da sind 8. Wenn das leer ist, müsst ihr natürlich auf irgendeinen Punkt fahren nachladen. Das Nachladen dauert, das habe ich so erfahren. So, 2 Mann Besatzung, 77 km/h, Schutz habt ihr im Prinzip keinen. Auch die berühmten, ne, also berühmt, falsche Aussage, aber halt 8 mm, ne? Aber auch er hat die Spotting-Funktion bekommen. Ja, auch er hat die Spotting-Funktion bekommen, Aufklärer-Funktion und naja. So, wir haben 2 Raketen, FIM-92E drinne, ne? Ja, wofür es da ist, ist klar. Und die K-Version, ja, der Unterschied liegt hier in ein paar Kleinigkeiten, Itzi-Pizzi-Kleinigkeiten. Das hat mit dem Sprengstoffmasse zu tun und pipapo. Ihr seht, Sprengstoffmasse hier, 450 Gramm. Ach, hier sind es auch 450. Wo ist denn... Das war der Sprengstofftyp, oder? Irgendwas war der Unterschied, das weiß ich noch. Ups, ja, Entschuldigung, habe ich außerdem draufgeklickt. Mein Finger ist da abgerutscht. Leute, ich sehe wieder keinen Unterschied. Und die wieder vergessen, den Unterschied rein zu patchen. Das wird mich jetzt nicht wundern. Es gab einen Unterschied zwischen der K-Version und der E-Version. Das weiß ich. Aber mir kommen jetzt wieder nicht drauf, was es hier ist, ne? Es wird irgendwas Kleines sein, was uns gleich nicht gerade auffällt. Sauerei ist das. Egal, auf jeden Fall. Ihr müsst nicht unbedingt auf die K setzen, weil die kostet schon wieder 120. Ihr könnt auch mit der E-Version arbeiten, ne? Und funktioniert trotzdem. Ne? Funktioniert trotzdem. So, dann gehen wir auf den nächsten kleinen Scheißer. Der andere Wiesel, der ist leider auf dem Rating von 9.0. Gut, der hier auch. Aber den hier, da habe ich noch einen Weg vor mir. Der gilt natürlich als Raketenpanzer. Das sind Raketen... Ja, ich sag mal so, dieser Wiesel, dieser Chassis hier, da wurden ja so viele Ausführungen draus gemacht, da wurde ja so viel gemacht. Das ist einfach geil. So, wir haben die berühmten Tow-Raketen mit dabei, also BGM 71 Tow. Insgesamt 8 Stück mit an Bord, 7,62 mm Maschinengewehr noch mit dabei. Ne? Ach, ist das Ding schön, ne? Schönes Teil. Schönes MG3. Schönes MG3. Ich würde gern Relife ein MG3 als Deko hier haben, aber ich habe mal Preise geguckt, Leute. Holder, ey. Puh, ja. Das Nachladen der Rakete kostet leider sehr viel Zeit, 13 Sekunden. Also geht in Deckung. Ja, passt auf euch gut auf, weil ihr habt auch nur diese 8 mm Panzerung. Es ist halt, ja, aber dafür 3 Mann Besatzung, 87 km/h schnell. Ich sehr gern mit den Panzerungen nochmal hier, wie gesagt, 8 mm. Das ist bei den Wiesel, Ocelot, bei dieser ganzen Bereich haben sie extra mit 8 mm Panzerung, weil die Dinge halt auf schnelle Geländefahrten eher bekannt sind. Also dafür halt gedacht sind. Ne? So eingefärscht sind die da drin. Guckt euch das mal an. Wenn da einer, ja gut, das gilt für jeden Panzer, aber ich stelle mir das halt immer so lustig vor, einer von denen frisst Bohnen und die Geschichte ist groß. Ne? Ja, DJ, hör mal auf mit deinen Fantasien. Übrigens auch wieder Spotting-Funktion. Wie ihr seht, ne? Oh, die Tor 2 mit ihren 800 mm Durchschlagsleistung auf egal welche Entfernung auf Winkel von 0. Die Tor 2A, auch dasselbe Prinzip. Hier gibt es ein paar kleine Unterschiede. Ich lasse das Ding hier mal gerade laufen. Ihr seht es, wie die Durchschlagsleistung, wie das da aussieht. Ne? Also nur ganz itzi-bitzi kleine, das ist halt Tandem. Ne? Das ist eine Tandemladung. Und die 2B,
die ihr natürlich über das Fahrzeug schießen könnt und dann explodiert das Ding und ja, weil oben auf dem Panzer drauf ist natürlich nicht viel Panzerung drauf. Es ist eine Kunst damit, über einen Panzer hinweg zu schießen. Muss man richtig gut können. Ne? Ist Übungssache, aber es lässt sich machen. Übrigens auch wieder Nachtsichtgerät am Start. Ja. Ach, wir haben schöne Sachen gekriegt. Das ist für mich wie Weihnachten. So, Heli ist wie gesagt nichts gekommen. Bei Flugzeugen haben wir was bekommen. Das ist die MiG 21 bis SAU. Ich möchte immer Sau sagen. Aber ein Kollege von mir, der selber der kommt ja aus der DDR und hat in der NVA gedient und hat diese Dinger mit repariert. Also er war Bodenpersonal und er hat mir einen schönen Vortrag gehalten, dass man auf keinen Fall dieses Ding Sau nennt, sondern SAU. Hm, ja, das Gespräch hat mir schon. Auf keinen Fall, ja. Die berühmte Gesha 23 ist mit drin, ne? 250 Schuss insgesamt, ist nicht viel, aber geht so lala. Wir haben 2177 km/h, die ist noch Stock, die ist noch ein bisschen ausbaufähig, also da kann noch ein bisschen Schub mit rein. 37,8 Sekunden in der Wendezeit, 191 Meter pro Sekunde in der Steigrade. Diese MiG 21 Modelle waren dafür bekannt, sehr hoch zu kommen, sehr schnell hoch zu kommen, sehr gut zu sein darin. Es gab nur vielleicht ein, zwei Amis, die so einigermaßen hinterher steigen konnten, aber was das angeht, haben die Sowjets damals, also die Russen, das wirklich ausgereizt und übertrieben. Und selbst, es ist sehr interessant zu wissen, aber es gibt noch kleine Länder, die tatsächlich solche Flugzeuge zumindest als Schulflugzeuge benutzen, die tatsächlich noch eine MiG-21 besitzen und ja, für Kampfhandlungen werden sie nicht mehr, aber Schulflugzeug und als Schulflugzeug kann ich mir dieses Ding sehr gut vorstellen. Also wirklich gut vorstellen. So, das Arsenal an Waffen ist so mittelmäßig. Dafür waren sie ja auch eigentlich nicht gedacht. Sie waren ja eigentlich für eine sogenannte Luftüberlegenheit gedacht und sind dann halt mit ihren Luft-Luft-Raketen und eventuell zusätzlichen Gondeln zum Beispiel schön auf Jagd gegangen. Na, ihr könnt natürlich 100 Kilogramm Bomben, die O-Farb, reinpacken. Das sind 8 Stück. Dann habt ihr hier die R-13M1, die Luft-Luft-Raketen. Von den Russen sind jetzt auch nicht schlecht hier. Maximale Überlastung 20 G. Die Dinger haben auch was ordentlich drauf, da sind verschiedene Versionen. Gut, hier ist die R35 nur mit 10G, die ist etwas schlechter. Ja, ob die jetzt billiger in Verwendung ist, kann ich euch jetzt nicht richtig sagen. Hier wird ja nicht angezeigt, wie viel das kostet mit der Verwendung. Das wäre ganz nice, wenn sie das noch... Ah, doch, Entschuldigung. Bob, zurück, DJ. Ich habe da nie drauf geachtet. Hier kosten sie 260, die hier kostet 300. Ja, die 40 Lines da... Naja, die machen jetzt auch nicht den Bock fett auf, aber es ist euch überlassen, ne? So, da R3R. Die hier ist ein bisschen teurer, weil die ein bisschen... Ach, was weiß ich, Leute. Mit den Preisen schlage ich mich jetzt nicht so rum, ne? Weil die ist ein bisschen schlechter eigentlich, aber dennoch lässt sie sich auch gut verwenden. Hier könnt ihr euch natürlich hier diese S-24 Raketen einpacken, die machen halt nicht viel Damage, aber es geht. Ansonsten haben wir die, ich wollte schon Snap-Raketen sagen, die S-5K mit 150 mm, können wir auch machen. Oder hier komplett auf Luftziele, da seht ihr natürlich, da könnt ihr euch zum Beispiel hier 6 Raketen dran spacken, 6 Stück, 6 Luft-Luft-Raketen und dann könnt ihr auch euch 6 Flugzeuge cashen, ne? Ist eigentlich eine gute Zusammenstellung. Da könnt ihr rumfuhrwerken, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen, wie ihr es machen wollt. Ja, und für Boden. Wie gesagt, MiG-21 Modelle sind jetzt nicht für die großen Kampfhandlungen in dem Bereich Bodenbekämpfung bekannt, sondern eher dafür bekannt, in der Luft regelrecht aufzuräumen. Ne? Ja, damit die eigenen Bomber besser durchkommen und feindliche Bodenziele bekämpfen können und zerstören. Ja. Nette Maschine. Schönes Teil. Gefällt mir. Bis ich es allerdings habe, Leute. Habe ich einen Bart. Na gut, gucken wir mal. So, und da kommt noch eine Premium-Maschine dazu. MiG-21 SPK.
Nee, SPSK. Das ist eigentlich, soweit ich das mir durchgelesen habe, einfach nur eine PFM. Die wurde aber extra für Deutschland umbenannt. Wegen einem zusätzlichen System. Das ist, da ist irgend so ein Zusatzsystem auch drin, ne? Also, ich weiß gar nicht mehr. Es hatte was mit den Bremsen zu tun auch. Also mit dem, ihr seht ja hier diese Knüppel, ne? Wer das jetzt nicht weiß, wofür dient das eigentlich? Da sind Fallschirme drin. Ja, zum Abbremsen auf der Landefläche, ne? Irgendwie, ich glaube, das SPSK hatte damit ein bisschen was zu tun. Und da waren noch ein paar andere kleine Extras. Das Ding hat auch deutlich viel mehr Funk am Ding. Hier ist Funk dran. Hier ist ein klein bisschen mit Funk versetzt. Und hier, also es ist über ein bisschen was. Ne? Ja, der DJ hat viel von seinen Kollegen gelernt. So, Geisha mit am Start. 200, also 23 mm Geisha, ne? 200 Schuss. Dann 2280 km/h insgesamt, das ist komplett ausgebaut. 34,5 Sekunden in der Wendezeit, Steilgrade 167,1 Meter pro Sekunde. Ihr seht von der Steilgrade ein bisschen schlechter als die Maschine, die ich eben vorgestellt habe. Da ist ein bisschen abgespeckt worden. Aber gut, das ist halt auch direkt bei der Bundeswehr gelandet, das Teil. Sieht aber wohl wunderschön aus. Aber gleich vorab, nicht alle Modelle von dieser Reihe sahen so aus. Das hier war einfach so ein sogenanntes Vorzeigemodell, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich habe da nicht viele Informationen bekommen, was diesen Skin hier angeht. Ne? Das ja, war wohl, wie gesagt, eventuell Vorzeigemodell. So, ja, Waffenarsenal ist ein bisschen kläglicher, ein bisschen kleinlicher hingesteckt worden. Da sieht man mal den Unterschied, was passiert, wenn... Nein, da zu damaligen Zeiten hat man bei der Bundeswehr halt weniger... oder zumindest versucht, weniger Zeug von der anderen Seite zu nutzen, sagen wir so, von den anderen zu nutzen. Und lieber eigenes Modellzeug, aber wir haben ja keine eigenen produzierten Luft-Luft-Raketen, also, ja. Na gut, also gehe ich schon mit am Start, zusätzliche Gondeln, zwei verschiedene Luft-Luft-Raketen, die R3R und die R35. Ne? Die Aussage mit der Bundeswehr war jetzt vielleicht ein bisschen blöd gesagt, Leute. Wir haben schon viel Zeug von anderen Nationen aufgenommen, aber versucht, unsere eigenen Produkte trotzdem dran zu spacken. So, das hier ist für Täuschkörper, ne? Entweder Täuschkörper oder Dübel. Oder einfach so ein wilder Mix. 64 Gegenmaßnahmen kann ich euch nur empfehlen mitzunehmen. Okay, dann hat man vielleicht nicht die Gondeln dabei, aber andererseits, jetzt mal ehrlich, was ist euch lieber? Abgeschossen werden oder jemanden abschießen? Ne? Man will ja lange in der Luft bleiben. Ja, und das Boden ist nicht so der Burner, ist nicht so viel. Ihr seht ja, was hier ist, das ist nicht so viel. 500 Kilo Bomben am Start, zwei Stück oder hier die Gondeln dran. Oder halt mit Gegenmaßnahmen. Hier die 250er, ist auch nicht gerade. Die 80 mm Raketen, hier die S24er halt, oder hier die S5K Raketenbatterien da mit 150 Millimeter, 32, nee, 64 Stück insgesamt. Naja, so lala. Lohnt es sich, das Ding zu kaufen? Teilweise ja, aber ich muss überlegen, 60 Euro ist schon ordentlich was, ne? Ich sag immer so gern, das ist wieder fast voller Kühlschrank, obwohl wir jetzt momentan ja für Lebensmittel deutlich mehr zahlen, als wir sollten. Na gut, dann, hier ist nichts gekommen. Küstenflotte hat auch nichts leider gekriegt. Wir gehen rüber zu den Sowjets. Und hier mache ich aber schon Stopp, weil ich merke schon wieder, wir nehmen schon wieder zu lange auf. In der zweiten Hälfte gebe ich Vollgas, Leute, versprochen. Ich habe jetzt ein bisschen mir zu viel Zeit gelassen. Gut, dann, wenn euch gefallen hat schon mal im ersten Bereich jetzt hier, dann könnt ihr mal ein Like oder Abo da lassen. Und ansonsten freut euch jetzt auf den zweiten Teil. Ne? Also bis gleich, Leute. Ciao.